Nach einem Moment der Verwirrung haben er die Passagiere über die geplante Notlandung informiert, sagt Erasmus der Zeitung. Vor allem wollte er Panik vermeiden. Das Flugzeug befand sich zu dem Zeitpunkt in einer Höhe von 3300 Meter und war auf dem Weg von Worcester nach Mela. Leider hat sie sich im Motor verkrochen, um ehrlich zu sein, war zur Premiere und definitiv nichts, worauf man im Training vorbereitet ist, sagte der Pilot der Zeitung. Aber er blieb ruhig. Nach wenigen Minuten landete er mit Bergkraft Baron, einem zweimotorigen Flugzeug, sicher auf der Landebahn Kleinstadt Welcome. Die Passagiere stiegen langsam aus und wurden in Sicherheit gebracht.